Schönen guten Abend, mein Name ist Katrin Schlösser. Ich darf Sie sehr herzlich begrüßen heute Abend zu einer weiteren Ausgabe unserer Reihe China Plus. Heutiges Thema ist Chinas Überwachungsstaat und wie üblich moderiert Frau Dr. Alicia Hennig. Wir haben zwei Gäste, das sind Frau Ohlberg und Frau Hamaidi. Ich freue mich sehr, dass Sie uns heute als Expertin zur Verfügung stehen. Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, können sich einbringen über die F&A-Funktion. Wir sehen die Fragen und unsere Moderatorin wird sie dann entsprechend ins Gespräch einbringen. Ja, ich übergebe dir das Wort, liebe Alicia, und wünsche Ihnen einen interessanten Abend. Ja, guten Abend an alle, auch von meiner Seite. Wir hatten ja heute sehr viele Anmeldungen. Insofern freue ich mich auch, dass Sie heute Abend alle zahlreich erschienen sind. Ich denke, wir werden heute ein sehr spannendes Gespräch zu einem, man könnte es schon fast Klassiker-Thema nennen in Bezug auf China, nämlich Chinas Überwachungsstaat. Und ich freue mich sehr, heute wirklich zwei sehr, sehr gut. Also ich freue mich wirklich total, dass beide heute hier sind, zwei sehr gute Sprecherinnen zu dem Thema zu haben. Und zwar Antonia Rimaidi vom Marix. Sie ist Analystin beim Marix und schaut sich den Bereich Wissenschaft, Technologie und Innovationspolitik an. Und dort beschäftigt sich auch mit ja, der Internetinfrastruktur in China, Big Data-Analysen und Desinformations- und Hacking-Kampagnen. Und dann habe ich hier noch Mareike Ohlberg. Sie ist Senior Fellow beim Indo-Pazifik-Programm des German Marshall Funds. Und sie hat 2020 ein Buch veröffentlicht, was manchen von Ihnen auch ein Begriff sein dürfte, zusammen mit Clive Hamilton aus Australien. Die lautlose Eroberung, wie China westliche Demokratien unterwandert und die Welt neu ordnet. Und ja, Mareike beschäftigt sich mit Chinas Einflussstrategien, aber eben auch mit dem Thema Überwachung. Und deswegen bin ich sehr froh, heute beide hier zu haben. Und wir haben für heute sehr viele Fragen schon mal vororganisiert, aber ich freue mich natürlich auch über eine rege Beteiligung des Publikums heute. Wie Katrin schon gesagt hat, Sie können über die F&A, die Frage- und Antwortbox mit uns kommunizieren. Und die Fragen würde ich dann entsprechend einbringen, wo sie passen. Das Handhebe-Funktionstool funktioniert hier nicht in diesem Chat. Also Sie können es benutzen, aber ich kann Sie da leider dann nicht dran nehmen. Deswegen bitte, wenn Sie Fragen stellen wollen, über das F&A, über die F&A-Box mit uns kommunizieren. Dann würde ich auch sagen, ich freue mich sehr, dass ihr heute Abend beide hier seid. Und ich würde gerne schon mal mit Mareike direkt anfangen, weil Mareike hat sich so ein bisschen mit dem Thema Kameranetzwerke in China beschäftigt. Das wird heute unser Einstiegsthema sein. Danach geht es weiter zum Thema Überwachung und Überwachungsstrukturen. Antonia wird was zum Thema City Brains auch sagen und erklären, was das überhaupt ist. Und wenn wir es schaffen zeitlich, dann werden wir auch noch mal auf Themen wie das Social Credit System eingehen und auch sozusagen der Export von diesen Überwachungsstrukturen in den globalen Süden und teilweise auch in unsere Länder hierzulande. So, also ich fange mal an. Und zwar, also erstmal so eine ganz allgemeine Frage zum Thema Kameranetzwerke. Was will der chinesische Staat eigentlich mit diesen ganzen Kameranetzwerken? Wozu dienen die überhaupt? Ja, vielen Dank für die Einladung heute Abend hier. Ich freue mich total auf das Gespräch. Vielleicht ganz kurz vorweg als kleinen Punkt, also das meiste, was ich heute Abend hier sagen werde, also ich habe mir verschiedene Themen angeschaut, aber das meiste, was ich heute Abend hier sagen werde, basiert auf einer Studie, die ich vor 2 Jahren gemacht habe, wo wir anhand von öffentlichen Ausschreibungsdokumenten vom chinesischen Staat, also Sachen, die da tatsächlich ausgeschrieben wurden vom Staat, von diversen auch Städten und Dörfern, Dokumente, die wir untersucht haben systematisch. Und zu Kameras haben wir etwa 76.000 sehr detaillierte Dokumente uns angeschaut, wo genau erklärt wird, was eigentlich, welche Kamerasysteme gekauft werden sollen, wo die installiert werden sollen, was man damit erreichen will. Und um deine Frage zu beantworten, deine Einstiegsfrage, ein Zitat aus einem dieser Dokumente kommt mir da sofort in den Kopf, was damit gewollt wird. Und das Zitat ist, es geht darum, den Durchbruch in der schwierigen Frage zu erreichen, wie man Menschen kontrollieren kann. Also da steht wortwörtlich so in einem dieser Dokumente drin, wir können quasi damit einen Durchbruch erreichen, wie man Personen kontrollieren kann. Und das
das ist tatsächlich der Kern des Ganzen. Also es geht darum, sich gegen diverse Unsicherheiten, gegen Instabilität aus der Gesellschaft absichern zu können. Also quasi die chinesische Regierung und die Partei langfristig das Regime absichern zu können gegen Unruhe aus der eigenen Bevölkerung. Ja? Und dahinter steckt häufig der Gedanke, den man auch sehen kann aus diesen Dokumenten, dass wenn man nur genug Infos und Daten über Personen sammeln kann und diese Infos und Daten auch gut auswerten kann, dann kann man auch letztlich gesellschaftliche Instabilität und die dadurch resultierenden Bedrohungen für den Parteistaat abwenden. Also das ist im Prinzip der Sicherheit ist der zentrale Gedanke hinter diesem gesamten System, die da aufgebaut werden. Und wir können nachher nochmal im Detail eingehen, auf was das eigentlich ist. Ich will dazu sagen, wir haben teilweise auch eine Dynamik, also gerade wenn man sich diese Dokumente anschaut, die häufig von Städten oder von Distrikten kommen, es gibt durchaus eine Dynamik zwischen dem Zentrum und den verschiedenen, also Städten, Distrikten, Townships und so weiter und so fort. Und das ist natürlich das, wenn es irgendwo ein Problem gibt, ja, also wenn es zu gesellschaftlicher Instabilität kommt, dann werden natürlich diese Städte, diese Distrikte dafür verantwortlich gemacht, ja, von der Zentrale. Das heißt, es gibt diese unabhängige Dynamik davon auf lokaler Ebene, dass man sich absichert gegen Ärger von oben. Also dass man quasi irgendeinen Vorfall hat in einem eigenen Distrikt, mit dem der da einen möglicherweise beeinflussen kann als Lokalregierung, weil man dann ein Ziel nicht erreicht hat. Ja, also es ist diese Absicherung mit der zusätzlichen Komponente zu zentral gegen lokal. Würde ich vielleicht mal als Einstieg sagen. Das erinnert mich ja sehr stark, muss ich sagen, an die Covid-Politik, wo wir das ja sehr gut eigentlich beobachten konnten, ne, wie die Lokalpolitiker sozusagen agieren, ja, Stichwort Shanghai zum Beispiel, und da natürlich dann diesen krassen Lockdown gefahren haben, weil sie natürlich nicht von oben, ne, also Stichwort Top-Down, sehr stark hierarchisch organisiert von der Zentralregierung eins aufs Dach bekommen wollten. Ne? Und dann ist dann, glaube ich, auch so eine Art von Gehorsam, vorauseilender Gehorsam, ne? Dass man da dann direkt vielleicht auch strikter agiert und die Sachen noch penibler umsetzt, damit dann vielleicht von oben auch nicht unbedingt was kommt, oder? Also so klingt das jetzt für mich irgendwie so ein bisschen so parallel gedacht. Also grundsätzlich ja. Ich möchte jetzt nicht rein in die Debatte, ist das ein Problem auf der lokalen Ebene oder auf der zentralen Ebene. Ich glaube, das ist einfach nur die Suche nach Stabilität wird anders umgesetzt auf beiden Ebenen. Man hat das auf der zentralen Ebene genauso wie auf der lokalen Ebene, aber man hat halt diese Anweisung von oben, ja, und man schaut dann, wie kann ich mich am besten gegen negative Konsequenzen dagegen lokal absichern. Und dadurch entsteht diese Dynamik, dass man natürlich in manchen Fällen tatsächlich dann strikter umsetzt. Das ist durchaus eine Möglichkeit, das heißt aber nicht, dass diese Grundmotivation nach Stabilität, nach Regimesicherheit nicht auch an der Spitze ganz, ganz stark existiert. Es manifestiert sich nur unterschiedlich in verschiedenen Bereichen. Ja, danke nochmal für den Hinweis. Sag mal so, wie viele Projekte dieser Art gibt es in China, falls Projekt jetzt der richtige Begriff dafür ist, von diesen Netzwerken? Also zum Aufbau von Kameranetzwerken, da gab es im Prinzip eine Reihe von nacheinander folgenden Projekten. Und es ist relativ typisch, dass auch in China selbst Sachen werden so kampagnenartig gemacht. Da hat man dann ein Projekt, das kriegt einen Namen, zum Beispiel Skynet. Kurz dazu, es gibt zwar Skynet, gibt es zwei, das eine ist der Kameraaufbau und das andere ist ein Projekt, wie man Übersee-Leute, Chinesen zurück nach China kriegt. Das ist es nicht, es geht um den Kameraaufbau. Ja? Also das ist ein Projekt, Skynet, Tianwen, dann gibt es diverse Safe Cities-Projekte, diverse Smart City-Projekte, gibt es ein weiteres Projekt, das Project Sharp Eyes, das 2015 eingeführt wurde, wo es auch um den Ausbau von Kameranetzwerken gibt. Die haben in der Regel eine Pilotphase, wo man dann in bestimmten Städten erstmal vorrangig aufbaut und dann wird das ausgeweitet. Und es gibt eine ganze Reihe von diesen Projekten, die dann teilweise aufeinander aufbauen, die dann teilweise eine Phase 1, Phase 2 haben. Ja, es gibt irre viele verschiedene davon. Deswegen, ich würde gar nicht unbedingt sagen, dass jetzt die Anzahl der Projekte essentiell ist, sondern dass das letztlich, was glaube ich essentiell ist, dass das endgültige Ziel auch nach Pilotprojekten natürlich irgendwann ist, flächendeckend abgedeckt zu sein. Also dass man tatsächlich
Also es wenig Bereiche gibt, wo man gar nicht hinschauen kann. Oder dass, wenn das dann Bereiche sind, dann sind halt die, wo man auch selten hinschauen muss. Also letztlich soll nach und nach durch diese verschiedenen Projekte soll einfach immer mehr Raum abgedeckt werden. Und inzwischen ist man da auch relativ weit gekommen. Kannst du uns, also wie kann man sich das vorstellen mit der Flächenabdeckung? Ich meine, ich kann mich ja noch erinnern an die Zeit in Shanghai, da sprechen wir ja also über die Zeit vor der Pandemie und es war zum Beispiel klar, überall wo Ampeln sind, da sind natürlich Kameras, weil die Leute werden aufgenommen, ob sie bei Rot über die Ampel gehen, ob sie bei Rot über die Ampel fahren und so weiter. Also in Shanghai habe ich damals schon einen hohen Grad an Kameradichte sozusagen selbst gesehen. Auch in Nanjing habe ich den gesehen, also überall, wo man sich dann mal genauer umschaut, da sieht man einfach überall die Kameras. Kannst du uns irgendeine Zahl grob oder irgendeine Idee geben von der Flächenabdeckung? Worüber sprechen wir gerade? Das kommt ganz drauf an, wie diese Fläche genutzt wird. Also wenn es jetzt zum Beispiel eine Überlandstraße ist, ja, das ist, dann ist zum Beispiel alle paar hundert Meter muss da eine Kamera sein. Also wenn man da als Auto durchfährt, ne, dass die alle ein paar hundert Meter oder so, es wird dann eine bestimmte Zahl, die ich jetzt gerade nicht mehr im Kopf habe, pro für die Strecken vorgegeben, wie viel es da geben muss. Ja, und das ist aber im Vergleich natürlich zu einem Markt eine relativ geringe Anzahl an Kameras, aber weil halt Autos durchfahren, man muss halt sicher gehen, dass man die Autos alle paar hundert Meter dann nochmal erwischt mit der Kamera. So, dann kommt es drauf an, in Ortschaften ist die Dichte je nach Nutzung und je nachdem, was da passiert. Es gibt natürlich eine gewisse Grundabdeckung, die abgedeckt sein muss, aber dann gibt es zum Beispiel auch noch bestimmte Bereiche, die Hotspots sind, die dann nochmal extra überwacht werden. Also wo quasi, wo viel passieren kann. Wo möglicherweise Konflikte entstehen können, wo besonders viele Leute aufeinander stoßen und da ist dann die Dichte um einiges höher. Das Gleiche gilt auch zum Beispiel für Bahnhöfe, für Flughäfen, für alles, was irgendwie ein Punkt ist, wo Menschen raus und reingehen. Und das war für mich, also als ich das ursprünglich mir angeschaut habe, war das ein bisschen ein Aha-Moment, weil ich dann noch nie so drüber nachgedacht habe. Man kann ja überlegen, okay, wenn ich im Flughafen habe ich Kameras, das kann ja im Prinzip zwei Ziele haben. Das erste ist, ich will verhindern, dass im, also ich, oder ich will wissen, wenn im Flughafen, weiß nicht, was geklaut wird. Ja, da wird ein Portemonnaie geklaut, kann ich nachvollziehen, was da passiert. Und das spielt sicherlich auch eine Rolle, aber die Hauptrolle, die natürlich Flughäfen und Bahnhöfe spielen, sind, dass das Knotenpunkte sind, wo Menschen raus und reinkommen. Das heißt, man kann an diesen Punkten genau bestimmen, also die Idee dahinter ist, wenn ich Leute da erwische, dann kann ich auch sagen, wer gerade in meinem Distrikt drin ist, ja, wer wo rein und wo rausgegangen ist. Also es geht da in dem Fall nur sekundär um zum Beispiel die Aufnahme von Konflikten, von Verbrechen und primär darum zu schauen, wo halten sich Menschen gerade auf, wie kann ich dann zum Beispiel der höheren Behörde eine Antwort geben, ist Person A gerade in meinem Distrikt, ja oder nein? Und dafür sind zum Beispiel Flughäfen, Bahnhöfe und bestimmte Eingänge und Ausgänge sind essentiell. Ja? Das heißt, die genaue Dichte kommt wirklich darauf an, wie wichtig und wie zentral das jeweilige Gebiet ist und wie riskant das Gebiet gestuft wird und wie wichtig es ist, um zu kontrollieren, wer rein und rauskommt. Also ich finde den Hinweis ja nochmal sehr spannend, weil ansonsten wäre ja unsere Grundannahme, naja, also man installiert so Kameras, um eben, wie du halt eben sagst, bei einem Verdachtsmoment irgendwie oder bei einem tatsächlichen Vorfall irgendwie die Situation anhand von Kameraaufnahmen aufklären zu können. Aber die Idee hinter den Kameras oder der Durchsetzung von Kameras in China ist ja viel mehr, okay, wie kann ich quasi beobachten, wie sich meine Bevölkerung quasi bewegt, über welche Knotenpunkte, ne? Dass ich quasi immer weiß, okay, der ist jetzt dort. Wobei, das werden wir zwar heute nicht diskutieren, aber das würde natürlich theoretisch auch noch über das GPS-Signal des Handys auch noch gehen, aber vielleicht gibt es auch irgendwie einfach Parallelstrategien, dass man eben auf der einen Seite die Kameraaufnahmen hat und auf der anderen Seite natürlich auch noch den Mobilfunk sozusagen als Quelle heranziehen kann. Du hast schon ein bisschen indirekt angedeutet, ich würde gerne mal zum Thema Gesichtserkennung kommen, weil das ist ja quasi auch eine Funktion der Kameras, die Gesichter aufzunehmen und die dann entsprechend zuzuordnen. Man sieht ja auch immer wieder mal so Aufnahmen, was weiß ich, bei YouTube, ne, wo man dann irgendwie, wo dann so einige Chinesen irgendwie eingeblendet werden auf so einer Straße, was weiß ich. Und dann sieht man da immer die Daten, die dann irgendwie über den Köpfen erscheinen. Ist das realistisch? Ist das tatsächlich so? Oder wie ist diese Gesichtserkennung? Oder sind es jetzt einfach nur Bilder, die jetzt, sage ich mal, aufbereitet wurden, und um zu visualisieren, wie das eigentlich bei denen aussieht, wenn die sich dann in so einem Kameraraum befinden? Also das ist ganz
unterschiedlich. Vielleicht ein paar grundsätzliche Sachen. Das Erste, was ich sagen will, also insgesamt ist Gesichtserkennung in China, gerade auch von Kameras von chinesischen Firmen, ist sehr, sehr weit fortgeschritten. Also das ist kein Bereich, wo China irgendwie hinten her ist und man irgendwie hier im Westen viel, viel bessere Kameras hat etc. Das ist ein Bereich, wo tatsächlich chinesische Anbieter eigentlich die besten sind weltweit oder auf jeden Fall unter den Top-Playern. Das ist erstmal wichtig, das vorwegzunehmen. Also das ist sehr, sehr weit fortgeschritten. Das ist auch etwas, was natürlich durch weiteres Zufüttern von Daten besser werden wird. In der tatsächlichen Umsetzung, glaube ich, hängt es tatsächlich davon ab, wie aktuell ist das System, das irgendwo ist. In den Dokumenten, die ich mir damals angeschaut habe, waren noch relativ viele Hinweise darauf, weil es ältere Kameras waren, zum Beispiel, wie die aufgehängt werden müssen. Also es gibt inzwischen Kameras in China, die können tatsächlich aus jedem Blickwinkel oder aus fast jedem Blickwinkel können Gesichter erkannt werden, kann auch erkannt werden, wenn Masken getragen werden, wenn Sonnenbrillen getragen werden. Ja, also da wird viel, viel dran gearbeitet, auch unter erschwerten Bedingungen, schlechter Winkel, schlechter Lichteinfall, schlechter alles, das erkennen zu können. Das heißt aber jetzt nicht, dass jede Kamera, die im Einsatz ist, tatsächlich auch das alles schon kann. Also bei den Sachen, die ich mir angeschaut habe, war an vielen Stellen waren noch Instruktionen, wie man sie aufhängen muss, wie der Winkel sein muss, wo sie ungefähr aufgehängt werden müssen. Das heißt, es kommt wirklich darauf an, wie aktuell das ist und ob man sich quasi das Beste da leisten kann. Und bei den Sachen, die ich mir angeschaut habe, waren relativ viele Kameras noch nicht in diesem Stadium. Das heißt aber nicht, dass sich seitdem nicht nochmal was getan hat. Und das ist natürlich ein Feld, wo es tatsächlich immer besser wird und tatsächlich die Erkennung immer besser wird. Das heißt, ich kann das nicht sagen, weil ich nicht vor kurzem, ich war vor kurzem, ich war in so einem Kontrollraum nicht drin. Das heißt, ich kann mir das nicht anschauen. Ich habe da keine aktuellen Erkenntnisse. Deshalb gehe ich davon aus, dass es tatsächlich abhängt, wie gut die finanzielle Situation ist in einem bestimmten Kreis, was man sich leisten konnte. Und es wird solche und solche geben. Also das heißt quasi wahrscheinlich abhängig, ne, von der jeweiligen Stadt und wie viel, was weiß ich, Einkünfte die Stadt hat, über welche finanziellen Mittel die Stadt verfügt, gibt es dann entsprechend auch technologische Ausstattung oder auch nicht. Ich meine, ich kann mich auch noch daran erinnern, also ne, man ist ja in Bezug auf China immer sehr stark geblendet, wenn man nur an der Ostküste war, ja, also Shanghai oder dann irgendwie da noch Xiamen oder so, ja. Dann denkt man immer, ja, so sieht ganz China aus, aber wenn man dann eben mal wirklich ins Inland fährt, dann versteht man relativ schnell, dass das eben nicht repräsentativ für ganz China ist und je weiter man ins Inland kommt, die Lage nochmal ganz anders aussieht, technologisch wie aber auch grundsätzlich, ne? Also Infrastruktur, es ist eh Fortschritt der Modernisierung und so weiter. Ich habe jetzt noch eine letzte Frage an dich, weil wir haben es schon fast so ein bisschen angeschnitten, also jetzt vorläufig jetzt meine letzte Frage, bevor ich zu Antonio überschwenke. Stichwort staatliche Ambition im Vergleich zum Fortschritt in der Realität. Wie würdest du das einschätzen? Also wir wissen ja, China schreibt ja auch ganz gerne mal öffentlich, in die 5-Jahres-Pläne und andere öffentlich zugängliche Dokumente, was man da alles vorhat. Und dann denkt man sich erstmal so, das hört sich jetzt erstmal alles total riesig an. Aber die Frage ist ja immer, wie ist die Umsetzung so in Anführungszeichen on the ground? Also tatsächlich, kannst du das nochmal ein bisschen ausführen, wie deine Einschätzung da ist? Ja, also vielleicht kurz nochmal zum Küsten und Inland. Also ich glaube, Überwachungskameras ist vielleicht sogar eins der wenigen Bereiche, wo in einigen, also in den autonomen Regionen, wo Minderheiten leben, es tatsächlich fortgeschrittener ist als an den Küsten, einfach weil da der Fokus so stark drauf war und weil da diese Netzwerke noch eher aufgebaut wurden und weil da einfach der Imperativ noch stärker ist, die Personen zu kontrollieren. Also eine der wenigen Ausnahmen, wo man tatsächlich nach Xinjiang fährt und es ist da krasser und noch stärker und noch viel flächendeckender als jetzt zum Beispiel in Küstenstädten. Auch wenn natürlich das Restliche von dem, was du gesagt hast, komplett korrekt ist. Das ist halt in dem Fall eine Ausnahme. Wie ist die Ambition versus Realität? Auch hier ganz ehrlich, es wird ähnlich wie bei der Gesichtserkennung drauf ankommen. Es wird sehr, sehr unterschiedliche Levels geben. Grundsätzlich ist es, glaube ich, korrekt zu sagen, dass natürlich die Ambition ist in der Regel höher als die Realität. Also man hat sehr, sehr hohe Anforderungen, die man alle erfüllt haben will. Meistens kommt die Realität nicht hinterher. Wenn man sich bestimmte Dokumente anschaut, sieht man, wird auch auf Probleme hingewiesen, wenn es um Datenspeicherung geht, wenn es um Datenverarbeitung geht. Ja, da sieht man schon, dass da doch bestimmte Grenzen gesetzt sind. Es wird teilweise werden Sachen angefordert wie Predictive Policing, also dass man quasi
kriminelle und potenzielle Problembürger im Voraus erkennen kann. Das ist die Frage, wie gut funktioniert das? Keine Ahnung. Ja, das Konzept an sich ist ja sowieso sehr fragwürdig. Das heißt, was kommen da für Resultate bei rum? Wie viele Leute werden da völlig zu Unrecht rausgezogen? Das sind natürlich alles Fragen, die bei solchen, die bei der Frage, wie gut etwas funktioniert, mit reinspielen. Also grundsätzlich Ambition höher als Realität. Nichtsdestotrotz ist es jetzt auch nicht so, dass da irgendwie fünf Hanseln mit drei Kameras sitzen. Also schon ziemlich, ziemlich fortgeschritten. Und ich glaube, wenn ich mir das tatsächlich anschauen würde, also wenn ich mal eingeladen, also wenn ich mal rein könnte, wäre meine Vermutung, dass ich sowohl überrascht wäre von dem, was nicht funktioniert, als auch von dem, was schon funktioniert. Also ich wäre, glaube ich, von beiden Aspekten, bei beiden Aspekten würde ich was finden, wo ich sagen würde, oh krass, das hätte ich so nicht gedacht. Ja, also ich meine, was du gerade gesagt hast, und das erinnert mich auch an die Novellen von Philip K. Dick, also Stichwort Minority Report und so, ne, wo es ja genau darum geht, dann irgendwie Leute schon vorher zu identifizieren, die irgendwie potenziell was im Schilde führen könnten. Wobei das dann in China in diesem Kontext ja auch, ne, also ob sie das jetzt gegenüber ihren, sage ich mal, Mitbürgern im Schilde führen oder in der Hinsicht eher gegenüber dem Staat, ne? Also Stichwort, sich da irgendwie zusammenzuschließen und Demonstrationen und so weiter, das ist ja in China dann auch nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber ja, danke für den Hinweis nochmal, ne? Also Tibet und Xinjiang gehören natürlich zu den Regionen, die natürlich definitiv die höchste Anzahl an Kameras aufweisen aufgrund ja, der Überwachung der Völker dort und der Kontrolle entsprechend. Ja, dann komme ich mal zu Antonia, weil Antonia kann uns jetzt noch mal ein bisschen was konkret erzählen. Also danke dir schon mal, Mareike. Und zwar zu einem Projekt, das nennt sich City Brains. Und auch da hätte ich schon mal die Eingangsfrage, wir haben es ja eben von Mareike auch schon mal gehört, so immer dieses Thema zentrale versus dezentrale Organisation von diesem Kamera-Stich, also slash so Netzwerk, Kamera slash Überwachungsthema. Was sind City Brains und wie sind die organisiert in China? City Brains sind, kann man übersetzen als Stadtgehirne sozusagen, sind ein Weg wie in China. Bisher ist das tatsächlich hauptsächlich eine Entwicklung, die aus China kommt. Im Prinzip Smart Cities weitergedacht wurden. Das hat ursprünglich angefangen als eine Marke von Alibaba, die sozusagen gesagt hat, okay, wir nennen es jetzt City Brains, das ist unsere Kombination von Smart Cities, wo dann eben auch gesagt wurde, okay, wir machen etwas, das analog zum Gehirn ist. Also es gibt das zentrale Nervensystem. Das ist die Cloud. Im City Brain gibt es eine Cloud. In dieser Cloud laufen alle Daten zusammen. Woher kommen diese Daten? Diese Daten kommen von Sensoren. Diese kommen vom Internet of Things, also irgendwie alles in der Welt, inklusive natürlich die Kameras, von denen wir schon gesprochen haben, aber zum Beispiel auch alle Autos, die eben Sensoren sind. Dann gibt es das motorische System sozusagen. Das sind auch Autos, das ist irgendwie Industrie 4.0, das sind auch Internet of Things. Und dann gibt es die Nervenendungen, das sind so Edge Computing. Wenn wir jetzt beim Beispiel Kamera bleiben, die Kamera wäre ein Sensor, der eben Daten sendet. Die Kamera ist aber auch selbst ein Instrument, um eben zum Beispiel Gesichtserkennung zu machen. Also in so einem archetypischen System wäre es vielleicht so, okay, man schickt einfach die Bilder zur Zentrale und die Zentrale wertet diese aus. In so einem City Brain System ist die Idee praktisch, dass einiges auch vor Ort passiert und in dem Fall wäre sowas wie Gesichtserkennung würde zum Beispiel vielleicht vor Ort in den einzelnen Kameras passieren. Es gibt viele dieser City Brains haben angefangen relativ klein. Also zum Beispiel Hangzhou war so das erste Beispiel eines City Brains, wo eben Alibaba ein City Brain gemacht hat. Und am Anfang ging es nur darum, den Verkehr zu optimieren. Dass man eben gesagt hat, okay, wir sorgen jetzt dafür, dass alle Ampeln sich einfach so schalten lassen, damit wir weniger Staus haben. Und das zweite große Thema war dann, okay, wir wollen, wenn irgendwie jetzt eine Sirene kommt, also so eine Polizei oder auch eben ein Krankenwagen, dass der möglichst schnell hinkommen kann. Und damit, also die offiziellen Daten sagen dazu irgendwie 49% schneller kommen jetzt diese Krankenwagen im Krankenhaus an. Dadurch, dass man eben die Ampeln so schaltet, dass die Krankenwagen dann einfach durch können.
Das ist so an sich die Idee. Es gibt jetzt aber durchaus, also das ist alles auf der lokalen Ebene sozusagen. Es gibt aber durchaus auf der zentralen Ebene die Idee, wir wollen irgendeine Art von Smart City und City Brains sind dann ein Weg, wie man eben diese zentralen Vorgaben erfüllen kann. Es gibt auch, wenn man sich chinesische Parteidokumente oder auch Dokumente von Thinktanks, die mit der Partei oder mit dem Staat zu tun haben, anschaut, dann gibt es auch die Idee, dass man das eben von einer City Brain zu einem Provincial Brain und dann zu einem nationalen Brain und dann sogar zu einem globalen Brain bauen soll. Also da gibt es durchaus Teile davon, die dann direkt irgendwie, okay, wir fangen jetzt mit City Brains an und danach sollen diese City Brains verbunden werden in praktisch regionale Brains, also irgendwie sowas wie Beijing, Tianjin und Teile von Hebei werden da immer zusammengefasst und die sollen dann eben verbunden werden. Danach soll es eben provinzielle Brains geben und danach sozusagen die nationalen Brains und dann bis 2049 ein globales Brain. Also so viel zum Thema Ambition und Pläne. Ja. Danke schon mal für den Einblick. Jetzt mal, also du hast ja schon erwähnt, okay, also das hört sich jetzt erstmal an nach intelligenter Verkehrsführung, was sich ja auch nach einem großen Vorteil anhört, also für die Bevölkerung zum Beispiel auch. Was gäbe es denn jetzt noch für weitere Vorteile für die Bevölkerung, abgesehen von intelligenter Verkehrsführung beispielsweise? Und dass jeder vielleicht schneller durch den Verkehr kommt oder insbesondere vielleicht bestimmte Dienste. Also weitere Vorteile für die Bevölkerung sind sowas wie zum Beispiel, dass bei Unfällen schneller jemand vor Ort ist. Also in Suzhou gibt es ein System, das insbesondere auf Unfälle schaut, sodass eben die Polizei, aber auch der Krankenwagen viel schneller vor Ort sein kann, weil man nicht darauf warten muss, dass jemand anruft, sondern also sie fahren einfach raus, sobald sie das eben auf den Kameras sehen. Es gibt in anderen Städten und auch in Suzhou zum Beispiel auch dieses, wenn es jetzt irgendwie irgendeine Art von kriminalem Fall gibt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn jemand kommt und versucht, mein Geld zu stehlen, dann kommt die Polizei auch schneller, weil das eben etwas ist, das zum Beispiel auch schon getestet wird. Und in Suzhou zum Beispiel ist das auch schon der Fall, dass dann eben die Kameras auch besonders darauf schauen sollen. Und dann kommt eben schneller die Polizei für diese Art von sozusagen kleinen, nicht unbedingt, also jetzt bei Morden wird es meistens noch nicht so stark eingesetzt, sondern eher so für diese kleinen Angriffe. Dazu kommt, dass diese Idee dieses City Brains eben oft auch damit einhergeht, dass gesagt wird, okay, wir digitalisieren gleichzeitig auch diese ganzen Dienste, die die Stadt uns gibt. Also irgendwie sowas, ich muss mich anmelden. Bis jetzt muss ich da meistens irgendwo hinfahren und das machen. Jetzt kann ich das vielleicht online machen. All diese Sachen, die dann eben so kleine, ja, einfach eigentlich relativ kleine Dinge sind, die aber eben dann dafür sorgen, dass es für die Menschen bequemer und besser ist, in Anführungszeichen, in solchen Städten zu leben. Ja, das erinnert mich noch an meine Zeit in Nansing, wo sie dann irgendwann eingeführt haben, dass ich mich bei meiner Wohnungsanmeldung, also dass ich das auf einmal online machen kann, beispielsweise ohne da jetzt wieder in irgend so ein Büro irgendwie gehen zu müssen. Also insofern kann man das mal zusammenfassen. Der Vorteil für die Bevölkerung liegt so in den Sicherheitsaspekten, also dass sich so Kleindelikte und solche Sachen und aber auch, sage ich mal, Bequemlichkeit in Bezug auf was weiß ich, städtische Dienste oder so, ne? Jetzt natürlich als Kritiker denke ich mir, okay, das ist ja alles schön und gut, so habe ich schon mal ein paar Vorteile von. Aber inwieweit ist denn jetzt auch diese Technologie, also inwieweit ist die vielleicht auch oder kann man die als übergriffig bezeichnen, in dem Sinne, was für Nachteile das für eben auch für die Gesellschaft bedeuten kann? Vielleicht kannst du uns dazu nochmal was sagen, damit wir so beide Seiten mal beleuchten. Ja, also ich würde schon sagen, dass sie aus meiner Sicht als übergriffig bezeichnet werden kann. Da gibt es also zum einen klar die Kameras, die eben überall aufgestellt werden sollen, die alle Daten in das zentrale Gehirn sozusagen senden sollen und die dann, wenn diese Daten eben da sind, ausgewertet werden sollen. Es gibt, wo man sehr
sehr gut sieht, wie übergriffig so ein System sein kann, ist zum Beispiel, letztes Jahr gab es einen großen Leak einer Polizeidatenbank von Shanghai, wo es darum ging, oder wo die Polizei eben diese Datenbank hatte, riesengroß, mit da waren Kameradaten, da waren aber auch Daten von irgendwelchen Paketzustellern, die dann eben reingeschrieben hatten, okay, zu dieser Zeit ist diese Person meistens nicht da, was halt Paketzusteller in ihre internen Datenbanken eigentlich schrieben. Die Polizei in Shanghai hatte das halt alles zusammengefügt, sodass man zum Beispiel eine Person finden konnte, oh, diese Person ist jemand, der interessant für uns ist, weil sie Uigurin ist zum Beispiel. Diese Person, wir wissen, dass sie unter der Woche meistens nicht verfügbar ist, weil der Paketzusteller vielleicht geschrieben hat, von 10 bis 18 Uhr erreicht man hier niemanden. Da merkt man eben auch, klar, es gibt Vorteile, die wirklich so Bequemlichkeit, Sicherheit, aber gleichzeitig die Tatsache, dass diese Daten alle zusammengefasst werden und dass diese Daten auch für die Stadt und für Menschen, die für die Stadt arbeiten, verfügbar sein sollen. Also ein großer Aspekt von City Brain und auch Smart City Ideen in China vor allem, die vielleicht in Europa manchmal anders ist, ist, dass die Idee ist, die Daten gehören der Stadt und die Stadt sollte auf diese Daten zugreifen können. Oft ist das so, dass diese Daten tatsächlich nicht Alibaba gehören und auch nicht Huawei, sondern wirklich der Stadt. Und das bedeutet aber, das ist auf der einen Seite natürlich gut irgendwie, weil sie gehören nicht privaten Firmen. Das bedeutet aber gleichzeitig, dass sowas wie die Personal Information Protection Law, also das Gesetz, das sozusagen private Informationen schützt, de facto nicht greift, weil dieses Gesetz eigentlich bisher nur bei privaten Firmen greift. Es gilt auch für Regierungsabteilungen, aber bisher greift es da einfach nicht. Das ist nochmal ein guter Hinweis, also dass die Gesetze primär im Moment nur auf privatwirtschaftliche Akteure abgestellt sind, aber nicht auf staatliche Akteure. Und ich denke mal, selbst wenn sie das wären, wir wissen ja, die Partei steht ohnehin über dem Gesetz, was dann sowieso alles so ein bisschen ins Absurde führt, auch wenn man jetzt erstmal irgendwie ein Gesetz auf dem Papier hätte sozusagen. Ich habe nochmal, ich hatte hier so ein, also ich habe schon einige Fragen von Ihnen bekommen, also nochmal so eine Rückmeldung ans Publikum. Viele von denen würde ich aber aufgrund des Themas eher ans Ende dieser Veranstaltung setzen. Aber ich habe jetzt hier nochmal einen Kommentar, ich überlege gerade von Herrn Dr. Triebes zum Thema, also übergriffig ist dann sozusagen noch nett ausgedrückt von mir, aber nochmal eine Frage an euch beide. Jetzt mal so ein bisschen als Zwischenfazit einfach nur von den Kameras, wobei wir das auch beim Überwachungsthema jetzt gleich mal anbringen könnten, aber ist es nicht im Endeffekt, wie Herr Triebes hier schreibt, die Beendigung jeglicher freien Gesellschaft, wenn wir uns das nochmal so durch den Kopf gehen lassen. Ist es wirklich so, dass damit sämtliche Freiräume vernichtet sind im Moment, so im Kontext der Abdeckung, oder vielleicht glücklicherweise doch noch nicht? Also ich würde schon sagen, dass sehr viele Freiräume in den letzten Jahren zusammengeschrumpft sind. Es ist aber auch so, dass Chinesen, und das sind Menschen überall auf der Erde, durchaus sehr kreativ sind. Und dass dann eben zum Beispiel im chinesischen Internet wird auch zum Teil geteilt, wie kann ich diesen Gesichtserkennungsmaßnahmen, wie kann ich diese umgehen? Was für eine Art von Klamotten muss ich vielleicht anziehen, damit mich diese Kameras nicht wahrnehmen können? Aber klar, das ist ein sehr, sehr großer zusätzlicher Aufwand, den ich betreiben muss, um eben dann auf diese Art frei zu sein, wenn man das jetzt so möchte. Gleichzeitig natürlich, auch wir in Europa haben an vielen öffentlichen Plätzen durchaus Kameras. Ich würde jetzt nicht sagen, dass nur weil diese Kameras existieren, ich mich unbedingt in jeder Minute unfrei fühle. Ja, vielleicht kurz dazu. Also ich denke, da kommt es drauf an, was der Staat, wonach der Staat sucht. Ja, das ist, glaube ich, da gibt es durchaus noch Unterschiede mit dem, was hier passiert und was in China tatsächlich dann relevant ist.
Was es nicht heißt, dass nicht hierzulande auch gelegentlich Sachen mit Kameras betrieben werden, wo ich sagen würde, ist alles super. Also ich weiß nicht, als in Berlin mal die Kameras am Bahnhof aufgestellt wurden und eine Funktion der Kameras war, dass man Leute im Liegen erkennen soll. Und die Erklärung, die gegeben wurde, war, man möchte Kranke und Gestolperte erkennen. Ich könnte mir vorstellen, dass man damit vor allen Dingen Obdachlose erkennen möchte. Ja, also auch hier wird teilweise damit werden Sachen betrieben, die man überdenken muss, aber das Problem tatsächlich in China kommt ja tatsächlich eher von dem her, was vom Staat als Bedrohung wahrgenommen wird. Also außerparteiliche, außerstaatliche, gesellschaftliche Organisierung, die in irgendeiner Weise eine Herausforderung für den Staat darstellen kann. Ob das jetzt, weiß nicht, ob das jetzt für Frauenrechte ist, ob das für andere Rechte ist, ob das einfach nur ein Versuch ist, der Zivilgesellschaft in irgendeiner Form zu organisieren, ob es etwas ist, was einfach nur als Bedrohung wahrgenommen wird, was in Deutschland nicht als Bedrohung wahrgenommen werden würde. Ja. Und daher rührt ja letztlich das Problem, dass es die Organisation für Zivilgesellschaft in China, die sowieso das Potenzial ist sowieso schon extrem erschwert, dass es das nochmal stärker erschwert, weil es letztlich das frühzeitig erkennen soll, was da möglicherweise an Gefahren für den Parteistaat entstehen kann. Ja, und das ist ja letztlich der Ursprung des Problems und warum es letztlich gefährlich ist für eine freie, für eine Gesellschaft, wenn es so etwas gibt. Genau, also wir müssen quasi, also jetzt zumindest hier jetzt nochmal im Kontext dessen, was wir besprochen haben, differenzieren zwischen einfach nur die Kameras zu haben und tatsächlich den Überwachungsaspekt, ne, zu dem wir ja jetzt gleich nochmal kommen. Weil nur die Kameras zu haben, ist jetzt erstmal so die eine Sache, das schränkt uns nicht zwangsweise in unserer Freiheit ein. Aber wenn es dann eben tatsächlich an das Thema Überwachung und Kamerainstallierung zwecks Kontrolle der Bevölkerung geht, dann schränkt das natürlich unsere Freiräume massiv ein. Deswegen würde ich jetzt auch gerne mal, weil auch so viele Fragen jetzt aufgelaufen sind, aber eben schon eher zum Thema Überwachung als jetzt einfach nur Kameranetzwerke, würde ich jetzt dann auch mal weiterziehen zum Thema Online-Überwachung. Und da würde ich gerne noch mal ganz kurz eine kurze zeitliche Einordnung vornehmen, weil wir wissen ja jetzt, Überwachung in China ist ja so gesehen auch nichts Neues, aber trotzdem finde ich, sollten wir noch mal differenzieren zwischen, naja, was war denn der Umfang der Online- oder Allgemeinüberwachung auch jetzt über Kameras beispielsweise vor Xi und wie ist es heute sozusagen in der dritten Amtszeit? Insofern, das wäre jetzt mal so meine Frage an dich, Mareike. Vielleicht kannst du dazu kurz so einen, ja, weiß ich, Abriss geben. Ja, also das ist der Klassiker, wie es eigentlich in fast allen Bereichen ist. Die meisten dieser Projekte der Überwachung haben vor dem Amtsantritt von Xi Jinping begonnen. Ja, das sind bei den Kameraprojekten, die fangen in den, ne, da hat man schon sehr, sehr früh welche. Die frühesten, die wir uns angeschaut haben, haben vor 20 Jahren angefangen. Und bei Internetüberwachung ist es genauso, also seit das Internet existiert, macht sich die Partei darüber Gedanken, wie man denn kontrollieren kann und wie man überwachen kann, was denn im Internet gesagt wird. Das heißt, das Phänomen an sich ist nicht neu, das existiert seit längerem. Was neu ist, ist der gestiegene Druck auf alle Akteure tatsächlich stärker zu überwachen und also teilweise natürlich neue Technologien, die man auch einsetzen kann, die besser werden zur Überwachung, wo man auch mehr dann einsetzen kann, aber auch das Verständnis von Sicherheit und der Anspruch des Parteistaats, sich da abzusichern gegen die eigene Bevölkerung. Und bei Online-Überwachung kann ich es relativ konkret sagen. Da gab es zum Beispiel 2016 eine Direktive an Public Opinion Incidents, also quasi Vorfälle, die die öffentliche Meinung involvieren, dass quasi jetzt Städte, Distrikte, alle möglichen administrativen Bereiche dafür verantwortlich sind. Ja, also wenn quasi bei euch was passiert, dann habt ihr ein Problem. Und das geht wieder einher mit dem Gedanken der nationalen Sicherheit, des Sicherheitskonzeptes, das unter Xi Jinping ausgebaut wurde, nochmal verfeinert wurde und wo auch die Mechanismen verfeinert wurden, um durch Sammeln von Daten und durch besseren Überblick durch Daten quasi Kontrolle gewinnen zu können und verhindern zu können, dass da etwas passiert. Konkret, also wenn es um Online-Überwachung geht,
Es war lange Zeit so, man hat das teilweise dann manuell in Behörden gemacht und man hat vor allen Dingen auch zum Beispiel Online-Plattformen wie jetzt Weibo oder WeChat oder diversen anderen die Verantwortung übertragen, hat gesagt, ihr seid dafür verantwortlich, was bei euch gesagt wird. Ja? Und das ist auch immer noch so, also da ist weiterhin auch ein Layer der Überwachung und der automatischen Kontrolle, teilweise automatische Zensur von Beiträgen, teilweise manuelle Zensur. Aber was man inzwischen hat und was ich mir angeschaut habe, ist, dass man inzwischen outsourced auch, aber an Firmen, die bestimmte Dienstleistungen erbringen und quasi Analyse von Inhalten betreiben. Da zum Beispiel, wir haben das bei uns auch, also es gibt es in Deutschland auch. Es wird in der Regel eingesetzt von Firmen, zum Beispiel, um zu tracken, wie wird meine Firma in den Medien eigentlich, wie wird darüber Bericht erstattet. Das heißt, wenn irgendwo jetzt ein Shitstorm gegen irgendeine Firma ist, dass die Firma davon als erstes weiß oder relativ früh weiß. Also wir kennen das auch, es wird bei uns nur etwas anders eingesetzt. Und solche Software, solche Systeme werden zunehmend in China auch von Regierungsbehörden, von Städten eingesetzt, um quasi frühzeitig zu erkennen, wenn sich da irgendwas zusammenmordet online, was einem möglicherweise Ärger bereiten könnte. Ja? Ob das jetzt ein Protest ist gegen eine lokale Politik oder gegen eine größere Politik in China, auf Provinzebene, auf Stadtebene, das will man frühzeitig erkennen können, damit man frühzeitig Gegenmaßnahmen einleiten kann. Dann will man natürlich. Teilweise werden die Systeme auch eingesetzt, um Informationen zu kriegen, wie denken eigentlich die Leute, ja, also wie wird über uns gedacht, wie denkt die Bevölkerung zu bestimmten Themen, etc., etc., ja, dass man das alles erkennen, analysieren und dann gegebenenfalls entgegenwirken kann. Also das ist der Hintergedanke und das ist eine Sache, die hat sich in den letzten paar Jahren, seit man da vor. So ab 2016 fällt es stärker auf, da sehe ich auch mehr solche Käufe von solchen Systemen, hat sich das stark nochmal entwickelt, dass man das auch können will und das an Firmen quasi outsourced und sagt, ihr seid dafür verantwortlich, ihr müsst uns rechtzeitig Bescheid geben, wenn hier was passiert. Ja, danke schon mal für die Ausführung. Also du hast ja gesagt, da sind verschiedene Firmen dran, mit eingebunden. So. Und von Antonia hatten wir ja schon gehört, also im Kontext von den City Brains, zum Beispiel Alibaba. Und deswegen hat so diese City Brain-Geschichte auch erstmal in Hangzhou irgendwie angefangen. Gibt es sonst noch irgendwelche Firmennamen, die man jetzt hier mal so allgemein in den Raum werfen könnte? Oder sagt ihr, naja, das sind so Firmennamen, die einem hier so also quasi gar nichts sagen? Die Firmennamen selber werden hier wahrscheinlich wenigen Leuten etwas sagen, aber ich kann ein bisschen was grundsätzlich dazu sagen. Das sind häufig Firmen, die sind keine privaten Firmen. Die hängen häufig am Parteistaat mit dran. Und bei Online-Überwachung und bei Auswertung von Online-Trends sind es ganz, ganz häufig zwei Arten von Firmen. Das eine sind Firmen, die am öffentlichen Sicherheitsapparat dranhängen, also die irgendeinem Büro für öffentliche Sicherheit von irgendeiner Stadt gehören. Da wird auch mit Profit gemacht. Ja, das ist so quasi so, es gehört zwar dem Staat, aber es ist letztlich eine Firma, die macht Profite. Und die andere Art von Firmen ist ähnlich, nur die hängt am Medien- und Propagandaapparat mit dran. Und da werden diese Dienstleistungen häufig angeboten von Firmen, die an Medien dranhängen. Und da kennt man die Namen, also China Daily, die Germany Rebau, also die Volkszeitung, das Organ der Partei, die hat eigene Firmen. Die Global Times hat auch eine, ich glaube, China Radio International hat eine, die sowas anbietet. Dann gibt es eine Firma, die hängt zum Beispiel an der kommunistischen Jugendliga dran. Also das ist der Jugendverband der kommunistischen Partei, also die Jugendorganisation für die kommunistische Partei, wo die Nachwuchs der Partei drin ist. Das sind in der Regel die Arten von Firmen, die solche Dienstleistungen bereitstellen. Es gibt auch ein paar, die sind im privaten Bereich, aber die meisten Aufträge gehen tatsächlich an diese Firmen, die da am Start mit dranhängen, einfach nur als Unterfirma. Und das wird auch dann beworben, also zum Beispiel, wenn es Xinhua, die staatliche Nachrichtenagentur, die sagt dann halt, wir können das ganz besonders gut, weil wir haben ja überall unsere Büros, ja in ganz China haben wir Büros, wir haben auch Erfahrungen da drin, Informationen im Ausland zu sammeln. Wir haben hier dieses System, das wir mühsam aufgebaut haben und können quasi haben diesen Zugang und bewirbt quasi das eigene System auf diese Art und Weise. Es wird auch teilweise an Provinzen und Städte so beworben, dass man sagt, Xinhua, die Firma,
die haben Connections in Peking, ja, die können uns da auch vielleicht helfen, wenn wir Ärger haben mit irgendjemandem in Peking, die haben eine Einsicht, also es wird auf diese Art und Weise beworben, aber es ist tatsächlich auch so, dass ziemlich viele von diesen Aufträgen auch an genau diese Firmen geht. Antonia, magst du was ergänzen? Ich stimme da total zu. Ich habe nur ein Beispiel, das war für mich sehr, sehr eindrücklich. Ich war 2019 in China und war Teil eines Regierungsprogramms, wo wir eben auch chinesische Firmen besser kennenlernen sollten. Als Teil dessen war ich bei einer Firma, eine chinesische Firma, die eigentlich hauptsächlich Empfehlungssysteme gemacht hat für Online-Shops. Und dann waren wir in dieser Firma, die haben uns rumgeführt und dann gab es so einen Raum, der war dunkel und so ein bisschen komisch, wo sie dann gesagt haben, ja, wir machen auch öffentliche Meinungskontrolle. Und haben dann eben erklärt, ja, wir machen das für, keine Ahnung, manche Städte in China. Und dann haben sie erklärt, wir machen das auch für Städte außerhalb von China oder für Regionen außerhalb von China. Das war... Also wir haben das Gespräch ging komplett auf Chinesisch. Wir waren als regierungsorganisierter Verein da. Das heißt, sie waren natürlich offener gegenüber uns, als sie das vielleicht sonst gewesen wären. Und haben dann eben gesagt, ja, wir machen das eben für andere Länder. Diese Länder waren alle autokratisch. Und diese Firma hat uns gesagt, ja, in diesen Fällen, das ist sicherlich nicht in allen Fällen der Fall, aber in diesen Fällen haben chinesische Lokalregierungen das bezahlt, damit diese Firma eben in diese Länder geht und dort diese Art von Monitoring der öffentlichen Meinung zu betreiben. Und als Beispiel haben sie genannt, wenn es jetzt irgendwie sowas wie den arabischen Frühling gäbe, das hätten wir zum Beispiel früh erkannt. Also das ist auch nochmal echt eine gute Hintergrundinformation. Ich weiß nicht, ob wir nochmal später Zeit haben, um nochmal auf das Thema Export von Überwachungstechnologie zu kommen. Aber das wäre jetzt zum Beispiel schon mal ein Beispiel dafür und was da im Hintergrund diesbezüglich abläuft. Weil ich wäre auch niemals auf die Idee gekommen, dass chinesische Akteure gesponsert werden, um in anderen Ländern dann diese Überwachung vorzunehmen. Ja. Ich glaube, es ist mal Zeit, ein paar Fragen aus dem Publikum abzuarbeiten und ich versuche jetzt mal, die so in einer Reihenfolge zu adressieren, dass sie möglichst viel Sinn machen. Und zwar, meine erste Frage aus dem Publikum an euch beide wäre, inwieweit akzeptiert die Bevölkerung die Überwachung? Der Großteil scheint es im Sinne von Sicherheit und Ordnung zu befürworten. Also nochmal so ein kurzer Einschub von mir persönlich. Ich glaube, selbst wenn sie es nicht akzeptieren würden, hätten sie unter den jetzigen Umständen vielleicht auch nicht wahnsinnig viele Möglichkeiten dagegen vorzugehen. Aber ja, ich würde dazu gerne nochmal eure Meinung hören. Also ich kann dazu ein bisschen was sagen. Das ist auch eine Frage, die ich auch mal wieder gestellt kriege. Und natürlich gibt es eine gewisse Akzeptanz, die aber auch, also teilweise natürlich bestimmte Sachen will man auch, da ist man dann dafür, dass dann bestimmte Kriminalität bekämpft wird. Nichtsdestotrotz ist aus meiner Sicht, also der Hauptunterschied, was chinesische Gesellschaft und unsere Gesellschaft unterscheidet, ist das, glaube ich, also dass die Minderheit, die sich dafür interessiert und die sich für Persönlichkeits-, also für diese Rechte-Komponente interessiert, das ist ja bei uns jetzt, sagen wir, auch keine, also es ist nicht so, dass die großen Massen auf die Straße gehen jeden Tag und demonstrieren gegen Facebook, Twitter und YouTube, weil die unsere Daten haben. Ja? Das ist ja bei uns auch eine relativ kleine Minderheit, die sich dafür interessiert. Und die Minderheit, die gibt es in China auch. Die hat nur keine Möglichkeit, sich Zivilgesellschaft zu organisieren und dementsprechend für bessere Gesetzgebung sich einzusetzen, die Daten vor dem Staat besser schützt. Also natürlich kann man jetzt sagen, es gibt kulturelle Unterschiede und Überwachung wird eher akzeptiert etc. etc. Aber ich glaube, der Hauptunterschied ist tatsächlich, dass die Zivilgesellschaft, die wenigen, die sich wirklich dafür interessieren, keine Möglichkeit haben, sich zu organisieren. Und das ist nicht irgendwie, die chinesische Psyche und so ist irgendwie grundsätzlich anders als unsere. Nee, ich glaube, die Anzahl an Leuten, die sich bei uns dafür interessiert, ist, wie gesagt, auch nicht so hoch. Wir haben nur andere Möglichkeiten, dagegen vorzugehen, das auch besser zu beobachten, darüber in der Presse zu berichten. Ja, das ist aus meiner Sicht der Hauptunterschied. Ich würde da zustimmen. Ich würde aber sagen, dass eine Sache, die mir schon aufgefallen ist und mir auch auffällt, wenn ich chinesische Kommentare lese, dass es vor allem im Vergleich zu Deutschland, vielleicht noch nicht mal im Vergleich zu den USA, mehr die Idee gibt, dass irgendwie
Datenarbeit und die Maschine und Computer uns dabei helfen können, Probleme zu lösen. Also wenn wir jetzt irgendwie über diese Smart Cities und City Brains reden, ein großes Thema, das eben Leute sagen, ist, das kann uns helfen, Probleme zu lösen, die wir anders nicht lösen können. Und da, das ist schon was, das ist jetzt vor allem, da ist Deutschland vielleicht tatsächlich eher der Ausreißer als China, global, dass eben wir in Deutschland da eher so ein bisschen skeptisch sind. Gleichzeitig, und da muss, und da finde ich auch super wichtig, das zu sagen und dann eben auch darauf einzugehen, wenn es tatsächlich mal, wenn es der Zivilgesellschaft tatsächlich mal gelingt, sich zumindest so zu organisieren, dass die Regierung zurückrudert. Solche Fälle gibt es auch. Einen großen Fall davon war während der Corona-Pandemie, gab es extrem viele Corona-Apps, die aber nicht wie bei uns sozusagen nur in Anführungszeichen mir gesagt haben, ob ich ein Risiko habe, sondern die eben mir gesagt haben, ob ich ein Risiko habe. Ich musste diese App aber auch scannen und konnte zum Beispiel nur in die Öffentlichkeit gehen, wenn ich gerade kein Risiko hatte. Sondern muss, ansonsten musste ich in Quarantäne gehen. Und es gab dann lokal in Hunan einige Beamte, die gesagt haben, okay, wir wollen nicht, dass es Proteste geben kann. Es ging um Proteste wegen einer, weil eine Bank irgendwie sich geweigert hat, Geld auszuzahlen. Wir wollen nicht, dass es Proteste geben kann. Deswegen sorgen wir dafür, dass in diesem Radius, wie auch immer, alle diese Apps auf Rot gehen, sodass die Leute eben nicht protestieren gehen können. Das wurde gemacht und da gab es aber wirklich im chinesischen Internet einen großen Aufschrei dagegen und danach hat die Partei dann auch gesagt, das war nicht richtig. So, dafür war das nicht gedacht, dafür verwenden wir das nicht und hat dann eben auch, also die Regeln mussten nicht geändert werden in diesem Fall, weil es war eigentlich eh nicht so gedacht, aber da haben sie es eben geschafft, sich tatsächlich zu organisieren. Auf eine gewisse Art. Und das ist auch ganz wichtig, das eben zu zeigen, es gibt solche Beispiele. Meistens sind diese Beispiele sehr lokal, sehr klein. Aber auch wenn wir zum Beispiel über das Sozialkreditsystem sprechen, das Sozialkreditsystem, auch da sehen wir, dass die Akzeptanz oder Nichtakzeptanz durch die Bevölkerung durchaus einen großen Effekt darauf hatte, wo und wie es weiter eingesetzt wurde. Ja, also das ist, ne, also diese Instrumentalisierung zu politischen oder wenn es auch nur lokalpolitische Zwecke sind, von in Anführungszeichen Überwachungsinstrumenten zu anderen Zwecken, aber für eben für den Zweck der ultimativen Kontrolle der Gesellschaft, eben in dem Fall um eine Demonstration oder eine Protestaktion zu vermeiden, ist natürlich, also ne, das führt uns halt auf die Problematik zurück, dass all das letzten Endes immer und sei es nur auf in Anführungszeichen Lokalregierungslevel immer instrumentalisiert werden kann gegen die Bevölkerung. Ne? Also dass Technologie unweigerlich immer gegen die chinesische Bevölkerung oder eher allgemein die Bevölkerung in China eingesetzt werden kann. Ich würde gerne nochmal auf eine Sache zu sprechen kommen. Ich weiß auch nicht, ob ihr dazu viel sagen könnt. Und zwar, die Kameras sind ja mit Mikrofonen ausgestattet. Ich weiß auch von jemandem, dass diese Mikrofone zum Beispiel eine sehr weite Reichweite haben und damit auch Sachen aufnehmen können. Das heißt, bei der Überwachung geht es nicht nur um den visuellen Aspekt der Kameras, sondern auch um zum Beispiel diesen Abhöreffekt über die Mikrofone der Kameras. Und dazu noch ein Kommentar von einem Zuschauer, also ebenfalls ein weiterer Kommentar, dass bei den Didi-Taxis, also Didi ist ja sowas wie Uber, also die chinesische Uber-Version sozusagen, dass dort auch schon die Unterhaltung aufgezeichnet werden. Weiß nicht, könnt ihr irgendwas zu den Mikrofonen oder zur Aufzeichnung was sagen von Gesprächen? Jein, also es ist, ich habe mich damit nicht im Detail beschäftigt. Ich habe mich tatsächlich vor allen Dingen mit diversen anderen Technologien beschäftigt. Das gibt es, das ist jetzt nicht an jeder Kamera mit dran. Auch da kommt es, glaube ich, darauf an, welche Art von Kamera da installiert ist, wo man auch Sachen aufnehmen will. Also jetzt auf einer Autobahn würde man das vermutlich nicht machen, während in bestimmten Bereichen, wo man Interesse daran hat, Gespräche mit aufzunehmen, durchaus. Es gibt die unterschiedlichsten Sachen, die mit Kamerainstallationen kombiniert werden. Also eine weitere Sache, eine weitere Überwachungstechnologie, die auch in diesen Dokumenten mit drin waren die sogenannten Wi-Fi-Sniffer. Und das ist auch häufig tatsächlich angebracht unter Kameras. Also da hängen dann so ein paar Boxen drunter. Das, da denkt man, vielleicht ist Teil von der Kamera, wenn man sich nicht so auskennt. Und auch da ist natürlich wieder zu unterteilen in Ambition und Realität, aber die Daten, die über solche Wi-Fi-Sniffer abgegriffen werden,
sollen können, sind relativ weitreichend. Also bestimmte Daten über das Telefon, aber auch über die Profile in sozialen Medien von diesen Personen. Und da ist tatsächlich die Ambition, dass man da sich auch nicht unbedingt mit verbinden muss. Also dass teilweise über diese Wi-Fi-Sniffer Sachen installiert werden können. Also es gibt die unterschiedlichsten Sachen, die da hinzugefügt werden an die Kameras, die dann tatsächlich, wie gesagt, es kommt, glaube ich, auch, wie viel da abgegriffen werden kann, hängt, glaube ich, auch davon ab, was für ein Gerät man hat, wie gut das Gerät gesichert ist. Ja, da gibt es die unterschiedlichsten Sachen, aber was zumindest in der Ambition sehr, sehr viele Daten abgreifen kann. Das heißt, es geht tatsächlich nicht nur darum, dass man Kameras hat, wo man aufgenommen wird, sondern es wird auch über ganz viele verschiedene Kanäle versucht, so viele Informationen wie möglich abzugreifen, die dann teilweise redundant sind und sich dann gegenseitig ergänzen können, aber die sich dann teilweise auch, ja, gegenseitig ergänzen durch Sprache, durch Bilder, durch zusätzliche Daten von der Person, vom Telefon, die da gerade vorbeiläuft. Ja, es ist nicht nur ein Kanal, über den da Informationen abgegriffen werden sollen. Das würde ich definitiv so untermauern und ich würde auch sagen, wir hatten bis jetzt hauptsächlich über Kameras an öffentlichen Orten sozusagen gesprochen. Es gibt aber diesen Überwachungseffekt gibt es nicht nur an öffentlichen Orten, sondern auch zum Beispiel in Schulen. Und im Bereich von Schulen habe ich schon mehr von eben, okay, wir zeichnen nicht nur auf, wie die Leute sitzen, wie auch immer, sondern wir zeichnen auch auf, was sie sagen. Da gibt es dann irgendwie so, okay, die werden beworben zum Teil als, ja, und dann kann man wissen, selbst wenn kein Lehrer da ist oder selbst wenn der Lehrer sich vielleicht nicht auf alle konzentrieren kann, kann man dann wissen, okay, diese Person konzentriert sich gerade nicht. Solche Sachen. Und dafür werden dann diese multimodalen Modelle sozusagen, also irgendwie, wir schauen eben die Fotos oder die Videos an und gleichzeitig auch noch den Sound. Für sowas werden diese dann oft verwendet und für sowas werden dann auch häufiger vielleicht ein bisschen teurere Sachen verwendet. Weil das ist eben auch so eine Sache, eine Kamera mit Mikrofon ist natürlich teurer als eine Kamera ohne Mikrofon. Und es ist jetzt so, Mareike kann da sicherlich noch mehr darüber sagen, aber normalerweise haben Städte schon eine Idee, wie viel Geld sie ausgeben wollen, wenn sie jetzt irgendwie ein bestimmtes System in Auftrag geben. Und dann entscheiden sie eben auf der Basis, wie viel Geld sie zur Verfügung haben, welche Funktionen für sie die wichtigsten sind für diesen speziellen Anwendungsfall. Ja, ich habe dazu noch eine persönliche Anekdote, weil das war ja für mich der Grund damals, warum ich aufgehört habe, in China zu unterrichten, als ich dort ja angestellt war, nämlich die Installation der Kameras in den Klassenräumen, die eben auch dazu gedacht waren, natürlich zu gucken, inwieweit Professoren jetzt von der Parteilinie abweichen in ihrem Unterricht. Und es gab auch, ich habe das jetzt nochmal recherchiert, seit 2016 so viele Fälle von chinesischen Professoren, die aus den Unis rausgeworfen worden sind wegen öffentlicher Statements, die eben nicht auf Parteilinie waren. Also das war jetzt nicht zwangsweise diese Kamera-Klassenraumgeschichte, die wurden dann auch einfach bei öffentlichen Reden oder so mit aufgenommen, aber sie wurden teilweise auch von Studenten denunziert. So, und als ich dann 2018 an die Southeast University nach Nanjing kam, da wusste ich, okay, die Kameras sind installiert, ich möchte eigentlich in dem Kontext nicht mehr Wirtschaftsethik unterrichten, das ist mir ein bisschen zu eitel mit dem Thema Menschenrechte auch, und hatte dann mit einer Kollegin gesprochen und dann meinte sie zu mir, naja, aber sieh das mal von der Seite, wir können uns durch die Kameras auch vor Denunziation schützen, weil auf den Kameras ist ja dann aufgenommen, was wir tatsächlich gesagt haben. Ja. Aber also, ich fand das, also so kann man sich die Sache natürlich dann auch noch mal ein bisschen schöner reden, aber es ändert nichts daran, dass die Kameras in erster Linie auch dafür installiert worden sind, um zu schauen, also was die Leute im Klassenraum sagen und insbesondere eben auch die Professoren. Ne? Also das fand ich auch mal wieder so ein erschütterndes Beispiel. Ich meine, meine chinesische Kollegin hat es halt mit einem gewissen Pragmatismus genommen, aber ja. Ganz kurz noch zu Überwachung im privaten Bereich. Also eine Sache, die ich vorhin, also du hast ja vorhin auch nach der Philosophie oder dem Gedanken dahinter gefragt und auch eine weitere Passage, die ich in einem von den Dokumenten gelesen habe, wo die Überwachungsphilosophie erklärt wurde, war auch bezeichnend, wenn es um den privaten Raum geht. Und da ging es darum, Konflikt und Krise und Instabilität entsteht überall dort, wo Menschen zusammenleben. Ja, und diese
Stadt oder dieser Distrikt hat quasi seine eigene Philosophie dazu ausgedacht und hat gesagt, wir installieren Kameras dort, wo Menschen ihre vier Grundbedürfnisse erfüllen, wo sie essen, wo sie ihre Kleidung kaufen, wo sie Transport, also wo sie Transport machen müssen, also wo sie von A nach B kommen müssen und da, wo sie wohnen. Ja, das waren die vier Grundbedürfnisse. Das war die Philosophie, nach der bestimmt wurde, wo Kameras aufgestellt werden. Und es war tatsächlich in dem Fall so, also dass die Kameras, da gab es auch ein paar Beispielbilder, dass sie tatsächlich so aufgestellt waren, dass der Eingang klar erkenntlich war und man teilweise auch reinschauen konnte in die Wohnung. Das ist jetzt nicht überall der Fall, aber das ist tatsächlich so. Ich kenne auch diverse Beispiele, wo es über den öffentlichen Raum hineingeht und sehr, sehr stark zumindest an die Grenze des privaten Raumes stößt, wenn nicht sogar hineingeht. Das ist auch nochmal, also Stichwort privater Raum und so weiter. Ich habe nämlich hier nochmal eine Frage aus dem Publikum, und zwar zum Thema Grid Management, weil ich finde, dieses Grid Management ist ja so schon, also die Idee, dass man tatsächlich in jeden erdenklichen Raum sozusagen geht, durch diese sehr feine Struktur, ne, die dann so auf so einem niedrigsten Level, also das Xiaozü sozusagen, ne, also der unmittelbaren Umgebung um eine Wohnanlage herum so runtergebrochen wird. Vielleicht, ich weiß nicht, wer von euch beiden darauf nochmal eingehen möchte, aber ich denke, das Thema, also wir hatten es jetzt ja im Vorgespräch nicht, aber Grid Management, finde ich, ist vielleicht nochmal ein Begriff, der im Kontext von Überwachung erklärt werden sollte. Also ich kann gerne mal anfangen. Grid Management ist tatsächlich essentiell für die chinesische Überwachung und ist häufig essentiell für alles, wo bei uns häufig wirklich krasse Technologie, also wo wir denken, oh, das macht China mit so ganz krasser, fortgeschrittener Technologie. Das ist aber, also die spielt auch eine Rolle, aber häufig spielt tatsächlich Grid Management eine größere Rolle. Und zwar, das ist im Prinzip, dass man Orte in managbare kleinere Strukturen niederbricht, zerteilt und das ist das Wichtige, für jeden dieser Bereiche, also für jeden dieser Grids, dieser kleinen Blöcke oder mehrerer Blöcke, gibt es Verantwortliche. Ja, und das ist die Idee dahinter. Das hier ist ihr A, B und C seid verantwortlich, dass es in diesem kleinen Block, ja, das sind vielleicht drei Häuserblöcke, dass es hier keinen Stress gibt. Und wenn es hier Stress gibt, dann habt ihr persönlich ein richtig großes Problem. Und das ist letztlich ein extrem wichtig, um Grid Management zu verstehen und auch zu verstehen, warum es so effektiv ist. Ja, es wird zunehmend kombiniert mit Technologien, mit Überwachungskameras, mit diversen anderen Sachen, aber es hat eben auch diese sehr, sehr persönliche Komponente, wo durchaus noch Menschen involviert sind und diese Menschen, die werden persönlich verantwortlich gemacht und das ist als Kombination einfach wahnsinnig effektiv. Wenn ich weiß, oh Mist, wenn hier jetzt was passiert, dann habe ich ein Problem, hat meine Familie ein Problem, haben meine Kinder vielleicht Nachteile, dann hänge ich mich ganz besonders rein. Und das war letztlich das Good Management war auch warum, also in der Corona-Überwachung teilweise so gut funktioniert hat in China, weil man da eben diese Grids bereits hatte, man hat diese Strukturen bereits etabliert, man hatte bereits diese kleineren Einheiten und man hatte bereits Verantwortliche oder konnte dann schnell Verantwortliche einsetzen. Und das ist ein Aspekt, der, glaube ich, tatsächlich ganz häufig in der Überwachungs- und Kontrolldebatte, die wir in Deutschland zu China führen, ein bisschen untergeht. Also diese menschliche Komponente und diese manuelle Komponente, die aber essentiell ist dafür, dass es funktioniert. Magst du was ergänzen, Antonia, oder wollen wir weitermachen? Wir können ruhig weitermachen. Das war genau das, was ich auch gesagt hätte. Okay, sehr gut. Ich habe hier nämlich noch eine Frage, die knüpft sich da jetzt so ein bisschen an. Aber vielleicht können wir es nochmal in einem Satz zusammenfassen. Wobei, ja, Mareike hat es eigentlich schon so ein bisschen gesagt, das Thema, also ihr die Frage, ich lese sie mal vor, muss man sich das so vorstellen, dass in China wirklich an jedem Ort, also in Klammern an jeder Milchkanne, ein hochperformantes Netzwerk existiert und diese Daten überträgt? Also, ne, ich glaube, was wir jetzt gehört haben, ist also diese Mischung aus einmal der Technologie grundsätzlich und dann eben doch diesem sehr stark ausgeprägten manuellen Faktor, der mich dann doch auch, also dieses Denunzieren, ne, und dieses gegenseitige Überwachen ist ja schon, sind dann ja schon sehr stark an die Mao-Zeit. Ich glaube, daher kommt auch so diese ursprüngliche Konfiguration, die sich ein bisschen weiter trägt. Aber also ich würde das jetzt mal so zusammenfassen. Weiß nicht, was ihr da noch hinzufügen wollt. Ob das wirklich so ultra hochperformant ist, das würde ich hier dann auch noch mal irgendwie in Frage stellen. Aber ich glaube, Mareike weiß es besser als ich. Nein, also natürlich ist, wie gesagt, es gibt viel davon, was manuell ist. Ich will noch mal ein Beispiel geben, was es vielleicht auch verdeutlicht. Und das Manuelle ist auch teilweise mit reingedacht in die Systeme. Also ein großer Teil von Projekt Sharp Eyes, Xu Liang Gongcheng,
war zum Beispiel, dass man die gelangweilte alte Bevölkerung instrumentalisieren kann. Und die Idee dahinter war, okay, wir haben jetzt diese Kameras und man kann sich das anschauen und man kann dann zum Beispiel auch, ja, was sind das lauter alte Leute, die haben nichts zu tun, die können sich jetzt auf ihrem Fernseher anschauen, was da passiert. Ja, und die können dann sagen, wenn was passiert, dann rufen die an und melden da was. Ja, das ist, wie gut das dann funktioniert in der Praxis, wieder eine ganz andere Frage. Aber diese Idee, dass man Technologie kombiniert mit Manpower, die ist einfach überall. Und das heißt nicht, dass nicht irgendwie, ne, also an jeder Milchkanne, was da passiert, sofort entdeckt wird, aber dass die Kombination von Technologie und Manpower dafür genutzt wird, um halt, wenn an so vielen Milchkannen wie möglich was entdecken zu können. Und wenn es dadurch ist, dass wirklich Leute zu Hause sitzen, sind schon in Rente, haben nichts zu tun und schauen sich das jetzt an und kriegen dann vielleicht auch was, wenn sie was entdecken, dann gibt es sicherlich auch irgendwie einen Bonus. Das heißt, dadurch wird es einfach effektiver, wenn es auch, natürlich wird es dadurch nicht perfekt. Ja, nichts ist perfekt. Es gab auch also in der Pandemie noch Dissidenten in China, die 2-3 Monate unentdeckt bleiben konnten in einer Stadt und erst dann quasi geschnappt wurden aufgrund von ungünstigen Umständen. Das gibt es auch jetzt noch. Es gibt auch jetzt noch Leute, die über die chinesische Grenze nach Laos reinkommen. Ja, das ist nicht jeder kleine Fleck ist überwacht, aber durch diese Kombination ist es halt noch effektiver, als man häufig denkt. Das, genau, es ist die Kombination aus Menschen und Technik, die da oft wirklich sehr gut, in Anführungszeichen, also sehr gut für Überwachung eben das möglich macht. Gleichzeitig gibt es in China aber, also wenn wir jetzt 5G-Deployment zum Beispiel anschauen, wo gibt es 5G? Da ist China schon voran und da gibt es auch einen sehr, sehr großen auch so Plan von der Regierung, dass das eben überall ausgerollt werden soll, dass auch Tier 2, Tier 3 Cities, dass auch Dörfer das immer mehr haben sollen. Also das ist schon so, das ist jetzt, ich weiß nicht, ob es jetzt jede Milchkanne ist, aber es ist schon auch im ländlichen Raum gibt es relativ zuverlässig Internet, das eben für solche Dinge eingesetzt werden kann. Gleichzeitig, und das ist was, das wir, glaube ich, wirklich oft vergessen, das beste Internet und das beste künstliche Intelligenzsystem hilft einem nichts, wenn man nicht Menschen hat, die zum einen es trainieren, die zum anderen vielleicht dann auch die Sachen analysieren und zum dritten dann eben auch vielleicht rausgehen und irgendwie auf irgendeine Art reagieren. Und das ist der Teil von Chinas System, den wir oft nicht so sehr behandeln und nicht so sehr besprechen. Das ist eben oft dann, zum Beispiel diese Grid-Manager durchaus Berichte von Kameras bekommen oder sowas. Das passiert durchaus. Aber dass eben am Ende, dass die Entscheidungen getroffen werden von Menschen vor Ort, die dann eben sagen, okay, das war jetzt nicht in Ordnung, das, die dann eben aber auch mal sagen können, oh, du bist jetzt bei Rot über die Straße gefahren, naja, du bist mein Freund, das ist dann auch okay. Ja, also ne, de facto, also man wird da schon aufgenommen in China. Da gab es doch so eine ähnliche Frage oder so eine Anmerkung aus dem Publikum, wo es dann hieß, naja, also die Kameras, also dass das nicht immer hier in Deutschland so richtig vermittelt wird, was dort alles aufgenommen wird. Deswegen möchte ich das auch nochmal betonen. Also ja, man wird definitiv aufgenommen, wenn man bei Rot über die Ampel geht und man wird nicht nur aufgenommen, sondern in manchen Städten wird man dann auch noch auf eine ganz große Projektionsfläche, auf einer ganz großen Projektionsfläche gezeigt, sogenannte Shaming Walls, also eine Schandwand sozusagen, wo man eingeblendet wird als Chinese mit dem Pass und der Identität und allem. Also auch das habe ich in Nanjing schon gesehen. Und ich muss sagen, ich war dann selbst so konditioniert, dass ich bei Rot natürlich nicht mehr über die Ampel gegangen bin. Ich habe jetzt, bevor ich nochmal ganz zum Schluss das Thema Deutschland kurz anreißen wollte, nochmal eine Frage, weil ich finde die sehr spannend. Weil sowas hatten wir auch noch gar nicht behandelt. Die Frage, gibt es einen Datenhandel mit monetärem Hintergrund zwischen den privatwirtschaftlich organisierten Datensammlern und vor allem mit staatlichen und kommunalen Institutionen? Könnt ihr irgendwas dazu sagen? Gibt es da irgendwelche monetären Anreize? Werden da irgendwelche Daten gehandelt für Geld? Ich möchte anfangen. Ich kann sonst auch, ja, fang mal an. Okay, also wir wissen einiges und gleichzeitig wissen wir einiges nicht. Also zum einen
Die Regierung versucht in den letzten Jahren immer mehr Daten als strategisches Gut zu etablieren und dass vor allem Daten auch zwischen Privatfirmen gehandelt werden. Gleichzeitig ist es immer noch relativ einfach. Ich kann einfach auf AliExpress gehen oder Taobao, das chinesische Äquivalent, und mir darüber Daten kaufen von der Regierung. Das ist nichts Offizielles. Natürlich nicht, sondern da sitzt dann jemand und der hat eben Zugriff zu diesen Datenbanken und ich gebe ihm ein bisschen Geld und dadurch kann ich mir Daten kaufen. Da kann ich mir auch immer noch zum Beispiel Live-Standortdaten von jemandem kaufen und brauche im Prinzip seine ID-Nummer, die in China relativ einfach zu bekommen ist für viele Leute, weil man sie für viele Dinge braucht. Also das gibt es, das ist aber natürlich der illegale Teil. Ich gehe davon aus, dass die Regierung auch an Datenbroker Geld gibt, damit diese eben manche Daten sammeln. Wir wissen, dass zum Beispiel bei diesem Shanghai Leak waren es eben diese Paketzustelldienste, die mussten ihre Daten teilen. Ob da jetzt Geld fließt oder nicht, wissen wir tatsächlich nicht in jedem Einzelfall. Ja, vielleicht kurz dazu ergänzt, also sehe ich alles ganz genau, so zwei Beispiele vielleicht noch. Das eine, also ja, auf diesen illegalen Datenhandel bin ich immer mal wieder gestoßen. Früher, als ich noch Sozialkreditsystem mir stärker angeschaut habe, kam das vor, zum Beispiel, wenn dann der Staat vorgegangen ist gegen bestimmte Firmen, die angeblich gegen Datenschutz verstoßen haben. Und es war aber ziemlich klar aus der Berichterstattung, auch wenn das nicht gesagt werden durfte, dass diese Firmen diese Daten eigentlich nur illegal vom Staat hätten kriegen können. Ja? Also das waren Daten, die hat eigentlich nur der Staat. Das heißt, die haben die da gekauft von irgendjemandem unter der Hand und die Firmen wurden dann verfolgt. Und derjenige, der sie verkauft hat, vielleicht auch. Aber dieser Aspekt konnte natürlich dann in dem Artikel nicht diskutiert werden. Also das, man kommt immer wieder da drauf. Und das andere zu dem Datensammeln über private Anbieter, also das kenne ich auch aus diesen Ausschreibungsdokumenten, wo es dann darum geht, dass zum Beispiel Dossiers über bestimmte Personen zusammengestellt werden sollen, dass man Informationen aus verschiedenen Quellen zusammenführt und das sind dann in der Regel Ausschreibungen, die gehen dann auch an entweder an Privatfirmen oder an staatliche Firmen, die das aber für Profite machen. Also das ist eine relativ große Industrie, dann auch Daten zusammenzustellen aus unterschiedlichen Quellen, teilweise Sachen, die öffentlich sind, teilweise Sachen, die vielleicht nicht ganz so öffentlich sind, dass man auf diese Art und Weise versucht, mehr Daten zu bekommen aus verschiedenen Quellen. Danke nochmal für die Info. Also in vorausschauenden, also ich antizipiere schon mal, dass wir ein bisschen überziehen müssen, aber ich denke, es ist schon nochmal wichtig, dass wir über Deutschland sprechen. Jetzt wissen wir, es gibt ja auch diverse chinesische Unternehmen, die hier in Deutschland aktiv sind. Ich will jetzt erstmal keine direkten Namen nennen, aber vielleicht, keine Ahnung, wenn euch Namen einfallen, könnt ihr natürlich gerne nennen. Auf jeden Fall, können wir was dazu sagen, inwieweit schwappt denn jetzt, also wir haben es ja auch, also von euch wurde es ja auch schon mal erwähnt, so, naja, also diese Überwachung soll ja eigentlich aus Sicht der chinesischen Regierung nicht nur auf China beschränkt sein. Inwieweit schwappt das jetzt schon zu uns rüber? Also welche Unternehmen sind da vielleicht involviert oder welche Unternehmen treiben das voran? Spielt 5G beispielsweise dabei eine Rolle? Kann jemand von euch was dazu sagen? Antonia. Ja, also es gibt da verschiedene Sachen. Das eine ist, es gab eine Zeit, wo europäische Städte durchaus Interesse an diesen Smart City-Konzepten hatten und durchaus mit Huawei zum Beispiel zusammenarbeiten wollten für Smart City. Diese Zeit ist aus meiner Sicht vorbei. Also irgendwie sogar die letzte Stadt, zumindest in Deutschland, hat eingesehen, dass Huawei vielleicht nicht der ideale Partner für ein Smart City-Konzept ist. Hoffentlich. Gleichzeitig gibt es aber durchaus noch, also Mareike hat das ganz gut gesagt, bei vielen dieser Technologien ist China wirklich führend. Das heißt, wenn wir uns jetzt anschauen, woher kommen Kameras, die zum Beispiel hier aufgebaut werden? Zum Teil kommen davon einige aus China. Und das kann zum Teil auch. Also oft ist es dann so, dass das irgendwie legitime Anwendungszwecke nach deutschem Recht sind. Oft ist es aber auch so, dass wir nicht unbedingt wissen, was mit den Daten noch passiert. Also ganz oft gehört da eine Cloud-Management-Plattform dazu, wo eben die Daten in der Cloud landen. Die Cloud ist in China und damit
ist die Cloud unter chinesischem Gesetz. Das bedeutet, wenn die Partei sagt, ich möchte darauf Zugriff haben, dann muss die Firma im Prinzip Zugriff gewähren. Da gibt es durchaus Fälle, es gab auch Fälle von europäischen Regierungen, die das in ihren Regierungsgebäuden oder vor ihren Regierungsgebäuden verwendet hat. All das sind Dinge, die wir jetzt immer weniger sehen, weil eben in Europa da wirklich so ein bisschen die Augen geöffnet wurden für viele Sachen. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass dass das meiste davon eben nicht unbedingt Erweiterung des chinesischen Überwachungsstaates sind, sondern eher so private Firmen, die da wirklich gut sind technologisch, versuchen rauszugehen und die aber, bei denen man sich aber halt nie sicher sein kann, dass sie nicht auch dem Überwachungsstaat im Zweifelsfall die Daten geben müssen. Und das ist das, was das Gefährliche ist. 5G ist so ein ähnliches Beispiel. Huawei ist bei 5G wirklich gut, ist wirklich führend in dem Bereich, sicherlich ähnlich gut wie Ericsson und Nokia. Und an sich ist jetzt auch so irgendwie Huawei 5G ist jetzt auch nicht, wir haben jetzt keine Anhaltspunkte, keine großen Anhaltspunkte, dass es wirklich viel unsicherer ist als jetzt Nokias 5G. Aber Huaweis 5G hat Management-Konsolen in China. Das ist Huaweis 5G braucht regelmäßig Updates. Das ist auch bei Nokias und Ericssons 5G so. Und da ist dann eben die Frage, was ist unsere Risikoakzeptanz in diesem Bereich? Und was sind da jetzt kritische Sachen? Da würde ich jetzt zum Beispiel sagen, wenn sich ein Privatmensch für seinen Vorgarten eine Huawei-Kamera holen möchte, dann ist das so sein persönliches oder ihr persönliches Bier. Wenn jetzt 5G in Berlin oder wo auch immer gebaut wird, dann ist das vielleicht eine andere Frage. Ja. Ja, dem habe ich eigentlich gar nicht so viel hinzuzufügen, sehe ich ganz genauso. Und da ist halt dann die Frage, wie viel Schaden kann man denn damit anrichten, wenn man damit Schaden anrichten möchte? Ja, das ist ja nicht automatisch so, dass jetzt zu jeder Zeit da sofort auf alle Daten zugegriffen werden soll und dass man das der chinesische Staat das boykottieren möchte. Aber wenn man jetzt sagen würde, es gäbe irgendwie eine Unstimmigkeit zwischen Deutschland und China oder einen größeren Konflikt, wie viel Schaden könnte man damit anrichten, wenn man wollte? Und da ist natürlich dann der potenzielle Schaden ziemlich hoch, den man damit anrichten könnte, wenn man da an der Schlüsselstelle drin sitzt. Da gibt es dann vielleicht auch einen Aspekt, über den wir noch nicht so viel gesprochen haben. So, das eine ist natürlich Datensammlung, Massenüberwachung. Das andere ist aber, was ist, wenn jetzt jemand ganz gezielt ausgesucht wird? In China sind das oft Minderheiten zum Beispiel, die ganz gezielt ausgesucht werden, wofür dann natürlich diese Massenüberwachung auch funktionieren kann, wo aber dann eben wieder der menschliche Part ist, der dann sagt, okay, diese Person, der möchten wir aber komplett durch die Stadt folgen. Bei dieser Person müssen wir in jeder Minute wissen, wo sie ist. Und so ähnlich ist das dann eben auch, wenn wir uns über Technologien in Europa Gedanken machen, wo ich dann eben mir auch so oder wo europäische Unternehmen, europäische Regierungen sich vielleicht die Frage stellen sollten, inwiefern bin ich eine Zielperson, wo sie bereit wären, mehr Kosten in Kauf zu nehmen, wo es nicht um Massenüberwachung geht, sondern um gezielte Überwachung. Was mir noch zu dem Thema einfällt, ist, naja, also ne, diese Technologie von chinesischen Firmen auf der einen Seite ist also die eine Sache, aber de facto können wir in Deutschland schon auch von Überwachung seitens des Parteistaats sprechen. Ich denke da an meine Kollegen, die für NGOs arbeiten. Ich denke da an die chinesischen und anderen Dissidenten, die vor der chinesischen Botschaft entsprechend demonstrieren und auch die dort vor Ort mit chinesischem Botschaftspersonal quasi beobachtet worden sind. Das stand ja auch vor einigen Monaten in der Zeitung. Und deren Daten dann auch noch gesammelt worden sind, um ihre Eltern quasi in China zur Rechenschaft zu ziehen. Ne? Also daran merken wir natürlich schon, dass diese Überwachungsstrukturen dann doch auch bei uns in Deutschland angekommen sind, sozusagen. Und ich kenne das auch aus meinen Gesprächen mit den NGO-Leuten, dass die wissen alle, dass sie überwacht werden. Und sie haben eine deutsche Staatsbürgerschaft. Ne? Und das ist natürlich also diese Interferenz hier mit unserer eigenen Sicherheit, die finde ich schon extrem bedenklich. Und noch obendrauf kam ja dann noch dieses Erwähnen der sogenannten Überseepolizeistationen, was ja auch noch nicht final geklärt worden ist. Ich weiß nur, in Frankfurt existiert zum Beispiel auch eine und dort wohne ich. Also das gibt alles in allem, vermittelt einem das kein angenehmes Gefühl. Ne? Also wenn
wenn man weiß, okay, also die haben ihre chinesischen Dissidenten auf dem Schirm, die haben andere Völker auf dem Schirm, aber die können zum Beispiel auch uns Deutsche auf dem Schirm haben, wenn wir uns parteikritisch äußern. Die können uns zwar jetzt erstmal nicht so viel tun, ja, hier in Deutschland womöglich, aber ich kenne auch genug Fälle von Dissidenten, die persönlich verfolgt werden und die im Internet tatsächlich mit Schmierkampagnen überzogen werden. Also das ist schon... Ich denke, das hat hier schon ein Ausmaß angenommen, wo ich auch Handlungsbedarf sehe, bei der Bundesregierung sich stärker für diese Sicherheit einzusetzen. Ne? Dazu vielleicht kurz noch als Ergänzung, also gerade wenn es um den Online, also um soziale Medien geht, da ist natürlich der Überwachung sind viel, viel weniger Grenzen gesetzt. Also wenn ich quasi eine Firma beauftrage, auf WeChat oder auf Weibo bestimmte Konversationen zu verfolgen, kann ich diese Firma auch beauftragen, das auf Facebook und auf Twitter zu tun oder auf diversen anderen Plattformen. Und da ist es tatsächlich natürlich so, dass da auch Personen im Ausland massiv überwacht werden, was sie in sozialen Medien sagen, also gerade wenn es öffentliche Beiträge sind. Also mit privaten Plattformen ist so ein bisschen die Frage, wie gut der chinesische Staat da reinkommt. Aber wenn ich jetzt auf Twitter mich öffentlich äußere und ich bin als Kritiker bekannt, dann kann es durchaus sein, dass mehrere Behörden in China einen Alarm haben, dass wenn ich oder wenn jemand noch kritischeres was sagt, dass das einen Alarm gibt und einerseits, um es zu wissen, dass es möglicherweise dann Probleme gibt, aber teilweise auch, um in Anführungsstrichen darauf antworten zu können. Also man hat dann eine ganze Reihe an Kommentatoren, die dann tatsächlich kommen und dann darauf antworten. Man kann in der Regel nicht nachweisen, ob das organisch ist oder bezahlt, aber ich weiß, dass es bezahlten Kommentatoren gibt zuhauf. Ja? Und auch dafür werden solche Systeme genutzt, um Leute dann bewusst, wenn sie irgendwas sagen, Kritisches, bewusst zu belästigen, ihnen Hassmail zu schicken, Hassnachrichten zu schicken und sie quasi davon abzuhalten, sich in Zukunft nochmal zu äußern. Ja, also ich kann das so bestätigen. Also auf LinkedIn habe ich ja, also ich bin ja auch aus dem Grund nicht auf Twitter, weil mir das echt ein bisschen zu heavy ist, aber auf LinkedIn ist es ungefähr genauso. Ne? Also man weiß einfach, da organisieren sich Leute um gegen einen quasi dann, wenn man sich kritisch gegenüber der Partei äußert, das entsprechend zu diskreditieren, einen auch persönlich zu diskreditieren, auch das habe ich schon erlebt. Und ich weiß auch noch aus meinen China-Zeiten, als ich dort noch angestellt war, dass sich mein Dekan extra nur wegen mir bei LinkedIn angemeldet hat, um zu beobachten, was macht denn die Ausländerin bei uns an der Uni, so auf LinkedIn. Also das sind, da ist man schon entsprechenden Sachen ausgesetzt, wenn man auch in China vor Ort arbeitet, gerade auch im universitären Bereich. Wir haben immer noch viele Fragen offen, wir sind heute nicht komplett durchgekommen, aber ich glaube, wir müssen jetzt hier mal in Anbetracht der Zeit einen Schlussstrich ziehen. Ich danke auf jeden Fall euch beiden, dass ihr da wart. Ich würde noch mal zum Fazit sagen, dass... das, was wir an Überwachung in China sehen, also insbesondere unter Xi Jinping und im Kontext von technologischem Fortschritt extrem bedenklich ist und wie Antonia schon gesagt hat, die Freiräume für die Gesellschaft einfach immer weiter eingeschränkt hat und Mareike ja auch nochmal betont hat, insbesondere für die kritische Zivilgesellschaft immer weniger Räume und Möglichkeiten existieren, um sich nur dagegen zu äußern, ja noch nicht mal dagegen vorzugehen, sondern nur um sich dagegen zu äußern. Und dass wir auch in Deutschland entsprechend Strukturen erkennen können, die hier womöglich mit unserer Gesellschaft und unseren politischen Zielen interferieren können. Und damit komme ich zum Schluss sozusagen. Ich danke Ihnen alle, dass Sie so lange durchgehalten haben. Und wir sehen uns wieder im nächsten Monat, so gesehen, mit einem neuen Thema. Da geht es um China und die Jugend und die Situation der Jugend. Und ich bedanke mich dafür, dass Sie heute dabei waren. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Schönen Abend noch.